Servus Leute und schön, dass ihr reingeklickt habt in ein weiteres kleines Gran Turismo 7 Gameplay. Wieder mal möchte ich mich in einem Time Trial versuchen und will versuchen, eine neue Bestzeit auf dem Brands Hatch Indie-Kurs zu schaffen und dieses Mal mit dem De Tomaso Pantera von 1971. Also man könnte sagen, sozusagen der Nachfolger des De Tomaso Mangusta, und das ist auch der Ursprung dieser Reihe, dieser Videoreihe, denn mit diesem De Tomaso Mangusta habe ich das allererste Mal versucht und heute ist es endlich soweit, ich teste mal den Pantera. Ich bin sehr gespannt, wie mir das gelingt, muss ich tatsächlich sagen. Und wie immer bin ich diesen Wagen noch nie zuvor gefahren. Ich war lange nicht mehr so gespannt wie heute, weil ich weiß, dass ich den De Tomaso damals irgendwie cool fand, aber der war halt unglaublich biestig. Boah! Ließ sich nur unglaublich schwer in der Spur halten. Und jetzt der Einstieg vom Pantera ist nicht so vielversprechend gewesen. Aber ein schickes Auto. Gehen wir mal ins Cockpit und hören uns mal den Motor an und genießen ein bisschen die erste Runde zum Aufwärmen. Der Motorenklang gefällt mir richtig gut, aber ich merke eine große Schwäche, denn der Wagen ist recht gut motorisiert für seine Gesamtleistung, die er nur bietet quasi. Aber dafür sind die Bremsen echt schwach und dementsprechend braucht er verdammt lange, um wirklich langsamer zu werden. Los geht's. Versuch Nummer 1, also der erste echte Versuch. Die, ich sag mal, Billo-Startzeit ist 59,9. Also immerhin unter einer Minute. Und verbremst, verdammt. Gar nicht mal so leicht, aber irgendwie macht der Wagen echt Spaß, muss ich euch sagen. Selbst jetzt schon ungetunt, aber ich glaube, wenn da gleich geile Reifen drin sind und bessere Bremsen, nicht drin, sondern dran, dann wird das, glaube ich, echt eine geile Sache. Ein bisschen verbessern wir uns, so um 3/10 circa, denke ich mal. Ah, ich muss noch ein bisschen warm werden, der Bremsweg ist verdammt lang und ich muss den etwas eher nach innen ziehen für die Kurven. Die letzte Kurve nicht optimal gelöst, aber das wird eine ganz gute Basis, eine knappe Sekunde schneller. Aber ich habe lange nicht mehr so viel Spaß mit dieser Standardversion eines Autos gehabt. Ah, und dann verkacke ich hier in dieser Kurve. Also Runde 5 auch abgehakt. Schade. Ich muss sagen, so vom Fahrgefühl ist der echt toll. Klingt auch verdammt cool. Also das ist definitiv, würde ich erstmal sagen, hier ungetuned einer meiner Lieblingsfahrzeuge aus dieser Reihe. Komm, ein, zwei Versuche noch. Okay, ich gebe auf. Ich gebe auf. Verlassen wir es dabei. 58,6. Und wie immer geht es nach dem ersten Anlauf einmal ins Tuning. Dieses Mal, weil ich den Wagen so geil finde, will ich auch mal schauen, ob wir bei GT Auto etwas am Auto ändern können.
So, wir haben also neue Räder, haben den Wagen breiter gemacht und haben uns einen Heckspoiler gegönnt. Sieht ein bisschen abgedreht aus, aber irgendwie ja auch nicht ganz verkehrt. Und jetzt geht es noch ans Leistungstuning. Und damit starten wir jetzt Versuch Nummer 2, nachdem wir den getuned haben. Und zwar recht ordentlich. Gucken wir uns den einmal noch an. Crazy. Hat irgendwie was, ne? So, wollen wir mal gucken, was der so bringt, der neue De Tomaso Pantera. Ich traue mich noch nicht so wirklich aufs Gas zu gehen. Eigentlich ist er natürlich deutlich besser motorisiert als die meisten Konkurrenzfahrzeuge. Das muss man einfach sagen. Natürlich, wenn ich den jetzt optimal ausspiele, behaupte ich mal, hat er natürlich beste Karten, Platz 1 zu erobern. Oder im Zweifel zumindest irgendwo Platz 2, Platz 3. Ich weiß nicht, wie er vom Handling halt ist. Von der eigentlichen Power ist er mit Sicherheit, ich glaube, allen anderen überlegen, die ich bisher getestet habe. Aber er fährt sich ganz sauber und gleich die erste Runde beweist das auch, obwohl ich noch alles andere als perfekt gefahren bin. Ah, hier ein bisschen unsauber, zu weit über, hinter die Curbs. Ganz wichtig ist, mit dem Pantera hier rechtzeitig so abzubremsen, dass man das richtige Tempo hat. Wenn man noch nachträglich, wenn man gerade in die Kurve reingeht, abbremsen muss, verliert man richtig viel Zeit, weil der natürlich dann so blockiert, dass man quasi nicht mehr richtig lenkt. Also das ist schon, zeichnet sich bei dem stärker ab als bei anderen. Aber was haben wir denn bitte für eine Zeit? 52,1. Wieder sehr weit nach außen getrieben, aber ich war mit den linken Reifen noch auf den Curbs. Das sieht richtig gut aus. Geiles Auto und wie immer, ich habe die gleichen Kosten fürs Tuning gehabt, mal abgesehen vom optischen Tuning. Ah, Runde 5 auch hinüber. Also den gleichen Kostenpunkt. Ich müsste da mal durchrechnen, wie viel das tatsächlich ist. Habe ich noch nie drauf geachtet. Aber ich hole halt wirklich immer nur diese Sportteile. Und man kommt relativ günstig weg und kriegt hier wirklich ein Kraftpaket. Soll es das etwa schon gewesen sein? Ah, die habe ich jetzt gut genommen hier. Zwar stärker abgebremst als in meiner Bestzeit, aber dafür konnte ich schneller wieder beschleunigen. Und damit 51,7. Ah, jetzt bin ich in Fahrt hier. Wahnsinn. Das wird nochmal eine geile Zeit, wenn ich jetzt keinen dummen Fehler mache.
Der fuhr sich ungetunt schon ganz, ganz geil und klang dabei richtig toll. Und jetzt fährt er sich halt echt sauber. Wieder die letzte Kurve verkackt, aber ich habe eine so gute Zeit bis dahin gehabt, dass ich mich jetzt trotzdem wesentlich verbessern kann. 51,1. Ich glaube, das war's, aber jetzt will ich es noch einmal wissen. Okay, hat sich schon erledigt. Alles klar, 51,1. Wahnsinn, das klingt nach einer verdammt guten Zeit, oder? Und wir haben einen neuen Champion, und zwar mit Abstand. Ich war mir nicht mehr sicher, ich bin dann immer durcheinander und weiß nicht mehr, wie war nochmal die Bestzeit. Aber ich war mir eigentlich relativ sicher, dass wir die nicht im 51er-Bereich hatten. Aber es hätte mich irgendwie schockiert, weil ich dachte, boah krass, dann sind wir ja so viel schneller. Aber ja, sind wir tatsächlich. Wir sind nochmal stolze, ich würde sagen locker, 1,6 Sekunden schneller als der Jaguar E-Type. Und fast 2 Sekunden schneller als der Nissan. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber umso mehr zeigt es auch nochmal, was für eine Top-Leistung zum Beispiel eben auch so ein Nissan Skyline mit so wenig Motorleistung eben geschafft hat. Und auch der Golf 1 GTI von 83, der mit der 53,2 auch eine Spitzenzeit geschafft hat. Jetzt ist es natürlich wirklich spannend und jetzt müssen wir sagen, okay, wenn wir hier nochmal eine Chance haben wollen... Und jetzt heißt es natürlich, wenn wir hier nochmal eine Chance haben wollen, den Pantera nochmal zu verdrängen oder zumindest anzugreifen, müssen wir jetzt vielleicht in Zukunft für die nächsten paar Sessions, die ich dieser Art noch machen will, vielleicht wirklich auf ähnliche Fahrzeuge zurückgreifen. Das heißt, diese, wie soll ich sagen, alten, eher wenig mit Power gesegneten Fahrzeuge, wie eben so ein alter Skyline und ein alter Golf, die müssen jetzt weichen und vielleicht wird es jetzt eher nochmal einen alten Ferrari oder alten Lamborghini geben. Mal gucken, ich habe da so ein, zwei Autos schon im Blick. Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Bis hierhin bedanke ich mich aber für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch was. Macht's gut, Leute.